Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute sind dran die Jetsons, eine Serie aus den 90ern. Ich bin gespannt. Bin zum ersten Mal, glaube ich, beim NES-Zocken hier live. Werde ich vielleicht mal öfters machen. Mal schauen, wie es klappt. Wenn ich untertags mal Zeit habe, was selten genug vorkommt, werde ich das mal versuchen. Mal schauen. Gut, hüpfen wir mal rein in die Welt der Jetsons. Ich weiß bereits, dass es einen Vorspann gibt und den ziehen wir uns natürlich rein. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich sehe jetzt hier kein Video. Ich hoffe, es funktioniert trotzdem. Schauen wir mal. Der Live-Control-Monitor regt sich auf. Warum auch immer. Egal, mal schauen. Ich zock das einfach mal. Schlimmstenfalls nehme ich es heute am Abend nochmal auf. So, ja, Rosie der Robot. Ah, die kann ich mich auch noch erinnern. Oder da fliegt er schon mit seinem Raumschiff. Ja, ich fand ja irgendwas sehr cool, die Jetsons. Habe ich mir gern mal angesehen. Ich fand ihm immer ein bisschen arm. Ja, ist ein Boss, der ist nicht gerade die netteste Person dieser Welt, sagen wir mal so. So, dann ich schaue gerade, ob ich das live hier. Ah, jetzt habe ich den Chat geschafft zu öffnen. Na bitte immerhin. Schauen wir mal. Ich gehe links, ich gehe rechts. Aha. Ja, Tabletten fressen. Ich glaube, irgendwie mit Pillen essen war öfters mal ein Thema bei Chattens, oder? Ich kann mich nicht mehr so erinnern. Es war irgendwie so die Vermutung, dass in der Zukunft nur noch Tabletten ist. Noch sind wir nicht so weit. So, man kann ducken. Links, rechts gehen. A ist springen. Okay, sonst gibt es nichts. Noch. Noch. Ich bin mir sicher, da kommt noch mehr. Aha. Grafik finde ich jetzt so optisch mal ganz nett, aber der Hintergrund und der Vordergrund ist wieder mal schwer zu unterscheiden. Aha. B-Button soll ich da drücken, um das zu starten. Aha, geht's hier auf. Bist du ein Freund oder ein Feind? Kann ich auf dich drauf hüpfen? Kann ich dich aktivieren mit B? Nein. Kann ich dich wieder zumachen? Auch nicht. Okay. Was ist da jetzt los? Ah, da läuft ein Zahnrad durch. Warum auch immer. Ein Zahnrad. Oh, nein, okay. Kann ich darauf irgendwie? Ah, nein, dann komm. Ich glaube, die töten mich, oder? Diese Dinger. Nehme ich mal an. Uah! Okay, sind ziemlich unberechenbar. Ein Herzl habe ich nur noch. Ist aufpassen angesagt. Aha, jetzt kann ich die Gravitation. Ich kann die Gravitation ändern. Echt jetzt? Das wäre ziemlich geil. Oh Mann, Leute! Das ist ja für ein NES-Spiel richtig innovativ. Wahnsinn. Ich bin begeistert. Aber ich möchte das. Kann ich das noch? Ah, ich hätte mein Leben holen können unten. Okay. Ja, ich war so begeistert von der Gravitationsumkehr. Aber das ist jetzt hier nur gegangen in diesem kleinen Bereich. Okay. Interessant. Habe ich in einem NES-Spiel noch nicht gesehen, dass man da einfach die Gravitation mal umdreht. Vielleicht hat es das eh öfters gegeben, wer weiß. Falls das jemand weiß, natürlich wieder gerne in die Kommentare reinhauen. Aber die Gravitationsumkehr so richtig bewusst wahrgenommen eigentlich erst bei den neuen Mario-Teilen. So, da. Wieder gemampft. So, da. Jetzt kann er mal mehr durchrushen. Warum auch immer. Ich glaube, das ist nur zur Erklärung, dass man checkt, wie das mit diesem Schalter funktioniert, oder? So, da kommen wir da.
oder? Rushen wir da durch mal. Ah, den habe ich instant inhaliert. Den hätte ich mich vielleicht ducken müssen. So, da hole ich mir das extra Leben. Nein, wie grün. Okay. Ich weiß nicht, wie hätte ich mir das extra Leben holen können? Bis so weit kann ich ja gar nicht hüpfen. Oder check ich was mit dem Hüpfen nicht? Na, ich glaube, gibt es nicht mehr zu verstehen. Okay, die haben mich getroffen. Ich habe mir überlegt, ob ich da vielleicht drauf springen kann. Aber die hauen das auf mich drauf. Okay. Das war nicht so gescheit. Das war nicht so gescheit. Nicht gut, gar nicht gut. Eher schlecht. Okay, gleich nochmal. Ich spiele normalerweise jedes NES-Game 10 Minuten. Mal schauen. Allzu lange habe ich nicht Zeit. Aber ein bisschen mehr als 10 Minuten wäre schon drinnen, wenn das Spiel gefangen macht. Der Dreck da gekillt. Mal schauen, ob ich das jetzt diesmal schaffe. Hier. Ich duck mich. Na, ducken ist der Stelle bringt es irgendwie auch nicht. Gravitation umkehren. Und ich möchte. Ich will hier. Wieso kann ich das nicht einfach? Komm nicht drauf, wie ich zu diesem Extra-Leben komme. Haut mir mal in die Kommentare, wie ich in dieses, zu dem Extra-Leben komme, wenn ihr euch da auskennt. Ich spiele die Jets. Die Jetsons zum ersten Mal. Das war jetzt ganz dumm, nicht aufgepasst. Ja, ich soll nicht so viel auf den Kontrollmonitor schauen. Das tut mein Spiel nicht gut. Schön, dass ich einen Live-Zuschauer habe. Hallo an der Stelle. So, da. Ja, ich, warum immer dieser Dialog kommt, ist schon ein bisschen nervig. Weil im ersten Mal kann es einem zu sagen, ist okay. Aber nach dem 10. Mal wird es halt nicht besser. Ja, da muss ich da einmal ausweichen. Dann schaffe ich das da so durch. So, da. Na, es schafft dann nicht, denen zwei Zahnrädern da auszuweichen. Das ist einfach nicht drinnen. Was? Wenn ich das einmal einschalte. Okay. Und dann hört es gleich wieder auf. Es fliegt wieder runter. Wenn ich da einfach nur nach links gehe. Ja. Da gehe ich einfach unten durch, ohne dass mich der trifft. Ah, dafür trifft mich dann der. Okay, das ist natürlich Schmoren. So, gut, so weit habe ich es noch nie geschafft. Den Sound ziemlich gut, muss ich sagen. Uah, geschafft. Okay, was bist du für einer? Bist du ein Freund oder eher ein Feind? Schaut eher wie ein Freund aus, oder? Ich kann mich an die Figur nicht mehr erinnern. Ich sollte einen Roboter in den Mist haben, oder was? Ja, ich besuche die Kern zu Hause. Seltsamer Freund. Oder ist das auch so ein Abspeicherfreund vielleicht? Ich möchte darauf. Kann ich da? Nein. Okay, wie komme ich da durch? Okay, da kann ich. Ich dachte, ich kann da unten durch. Okay, das wird schwierig ohne dem. Ah, ist gewusst, das geht nicht. Okay. Wieder ganz von vorne, come on! Ich dachte, ich habe bei diesem komischen Viecherl abgespeichert. Na geh! Das ist ja mies hier. Das ist wirklich mies. Was soll das? Das Ganze wieder von vorne. So, jetzt muss ich da kommen. Jetzt ist. Nein, wieso? Wieso duckst du dich jetzt, du blöder Schätzen? Jetzt dachte ich wieder. Ich duck mich jetzt da mal. Ja, das funktioniert. Hehe, okay. Ja, Gravitationsumkehr. Will da und das Extra-Leben. Ich komme einfach nicht in dieses blöde Extra-Leben ran. So, da. Unten durchgehen. Und dann gleich. Ich wollte nach links gehen und.
Ja, ich soll nicht mehr mit diesem Xbox-Controller spielen, der ist Mist hier. Da ist zu oft Duck nach links oder rechts, kommt man aufs Ducken. Aber es ist so schön einfach zum Anschließen. Ohne Bluetooth und ohne irgendwas. Ja, ich werde in Zukunft wieder auf öfters mal den richtigen Retro-Controller anschließen. Macht Sinn. So, da. Keine Ahnung, wie ich da durchkommen soll. Ich versuche mal eine Mechanik zu erkennen. Leute, schaut doch mal das Pad da unten an. Das schaut aus wie ein Wii U Gamepad, oder? Schaut doch total aus wie ein Wii U Gamepad. Oder spinne ich? Okay, da geht er runter und dann kommt er darüber. Jetzt könnte ich rauf und dann ducken. Okay. Rauf, rauf und ducken. Ah, ich kann zwischen die Dinger durchgehen. Nur ich kann unten nicht durchgehen. Das gibt irgendwie nicht so viel Sinn. Kann ich denn wirklich da zwischen den Dingern gehen? Da geht's nicht. Okay. Ja, wie lange spiele ich? 11 Minuten. Einmal einen Versuch mache ich noch. Dann lasse ich es auch schon wieder gut sein. Dann schaffe ich es vielleicht noch ein bisschen was zu essen, bevor ich wieder weiter muss. In der Mittagspause NES spielen, live. Das ist ein Luxusleben, Leute. Huh? So. Geht schon. Runter mit dem Zeug, das weißt du nicht, wie ich das krieg. Ich verstehe es einfach nicht, Leute. Bitte haut mir das in die Kommentare. Wie kriege ich dieses Extra-Leben? Verstehe es einfach nicht. Wie kann ich den da ausweichen da? Wenn ich da hüpfe vielleicht. Ich hüpfe. Boah. Der hüpft darauf. Ah, dann kriegt mich das Zeug nicht. Ah! Grrr! Grrr! Ja, schaffe ich es wieder nicht da vorbei wahrscheinlich, oder? Also wieder. Na. No. Zu früh abgehüpft. Continue. Nö, ich lasse es jetzt mal. Interessant. Ja. Die Jetsons. Nicht schlecht. Kann man zocken, sag ich mal. Kann man echt zocken. Beim nächsten Let's Play, also als nächster steht auf der, ich habe das die Jetsons jetzt, muss ich zugeben, ein bisschen vorgezogen. Beim nächsten steht nämlich Jeopardy und Jeopardy Junior. Und ihr wisst, diese Quizspiele mag ich überhaupt nicht. Und dass sie komplett auf Englisch sind, kommt mir jetzt auch nicht so entgegen. In Englisch sollte zwar reichen dafür, aber ich weiß nicht so recht. Quizspiele mag ich sowieso schon nicht. Und naja, also beim nächsten Mal Jeopardy, Leute. Mal schauen, was so geht. So, da hat mein Bluetooth-Maus auch wieder connected. Schön zu sehen. Ich schalte mal auf Ende. Ich sag... Ah, jetzt geht das natürlich wieder mal nicht. Letzte Zeit selten ausgesetzt. Ja, da bin ich. Ich sage danke fürs Zuschauen. Danke an alle, die live dabei waren. Ist mir natürlich ein besonderes Vergnügen. Kommentare bitte, wenn irgendjemand weiß, wie ich dieses Extra-Leben kriege. Bitte haut es mir in die Kommentare. Ich würde das gern wissen. Irgendwas habe ich da nicht verstanden. Ihr kennt euch da sicher aus. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Daumen hoch, da freue ich mich natürlich. Und ansonsten abonnieren, falls ihr es nicht eh schon längst getan habt. Jeden Tag ein neues NES-Video. Und wir sehen ab und zu sogar mal live. Vielleicht schafft es ja mal live zuzusehen und zu kommentieren. Würde mich freuen. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal gibt es Jeopardy.